Mit anspruchsvollem Piano-Pop und poetischen Texten wurde Tori Amos in den 90er Jahren zum Star. In der letzten Zeit hat sich die inzwischen 50-jährige US-Amerikanerin vorwiegend mit klassischer Musik beschäftigt. Auf ihrem heute erschienenen neuen Album Unrepentant Geraldines kehrt Tori Amos zu ihren Popwurzeln zurück. Zu ihren neuen Liedern hat sich Tori Amos von einem Gemälde inspirieren lassen. Das Leitthema des Albums sind starke Frauen. Viele Frauen glauben noch immer, sich für ihre Wünsche und Leidenschaften schämen zu müssen. Ich glaube, es ist Zeit für ein neues Selbstbewusstsein. Ihre Songs schreibt sie vorwiegend für sich selbst. Kommerzieller Erfolg kümmert die Musikerin wenig. Ich kann nicht beeinflussen, wie meine Musik angenommen wird. Ich kann nur versuchen, so wahrhaftig wie möglich zu sein. Unrepentant Geraldines ist ein sehr persönliches Album geworden. Im Juni wird Tori Amos die neuen Songs auch live in Österreich präsentieren.